Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute sitze ich mal am Mikrofon und hier, man müsste ihn jetzt hier live sehen. Eine weitere, ob jetzt professionelle oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, eine weitere Verstärkung für uns hier heute. Der Nick 2003 kann direkt mal Shop-Trugler werden in natürlich dem Modus, ihr werdet es jetzt schon kennen, Helden versus Schurken. Rechts haben wir natürlich gleich mal einen Rebell, den wir natürlich wegholen. Und ja, der Nick 2003 ist auch so ein, spielt auch so wie ich in etwa. Er ist allerdings ja noch eher ein Lehrling als ich. Muss man dazu, oh, Held gut verwundet. Das war, glaube ich, fast ein Kopftreffer. Und da die Zielsucht funktioniert nicht. Ich höre keinen Ton. Es ist wie als mein Kumpel, mein anderer Kumpel gespielt hat. Und wir werden natürlich auch hier, geht es hier natürlich primär darum, ein bisschen Spaß zu haben. Während, was passiert jetzt? Oh, wir gehen down. Das war natürlich weniger gut. Nur noch der Imperator und Leia leben hier. Und heute ist das Thema der Episode: Welches Aufnahmegerät nutzt ihr? Beziehungsweise, welches Aufnahmegerät findet ihr bei YouTubern am besten? Ich nutze ja jetzt, wir haben ja, oh, ich nutze ja jetzt die Arri Media Game Capture HD2. Meiner Meinung nach das beste Gerät, was im Moment auf dem Markt ist. Wobei, oh, ja, ja. Erstmal die Musik. Bam, 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 bam. Wie gesagt, ich höre keinen Ton, deswegen eventuell nicht rhythmisch, was ich hier sage. Abgesehen davon, selbst wenn ich Ton gehört, wäre es nicht rhythmisch. So, wir rücken mal vor. Wobei man mit dem Imperator weniger vorrücken kann. Muss man leider das, Luke. Also er hier noch definitiv noch in der Lernphase. Aber dann nascht er ein, er hat keine HP mehr, nichts und wir sind sofort down. Das war jetzt weniger gut. Wie gesagt, das könnte so eine Runde werden. Also am besten schon mal ein Glas Wasser bereitstellen, falls ihr gleich auf dem Boden liegt und einen Nachkrampf kriegt. Es ist halt der Nick 2003. Nein, aber mit Helden ist er noch nicht so vertraut, wenn ich das hier richtig höre. Aber das heißt natürlich nichts. Die E3 ist als Waffe am Start, ja. Doch, jetzt. H2-3 ist ja im Grunde noch okay. Vielleicht ein bisschen zu früh down gegangen, aber das ist doch egal. Es geht hier um Spaß. Intelligente. Jemand hat gescannt. Dünn, dünn, dünn. Das war sinnlos. DF-44. Bam, bam, bam. Das war jetzt wohl weniger. Gut, aber es wäre 0:3 ist natürlich nicht so krass gut. Es wird natürlich an dieser Stelle nur eine kürzere Runde werden. Ich werde dann die nächste Runde spielen, wie ihr das schon kennt. Von meiner Seite, aber Media Game Capture HD2, meiner Meinung nach, wie gesagt, das beste Gerät, einfach weil es am komfortabelsten ist, im Gegensatz zu zum Beispiel der Elgato, die meiner Meinung nach wenig Komfortabilität bietet und von der Qualität her zwar etwas über der Arri Media steht, aber das so gering ausfällt, dass meiner Meinung nach die Arri Media mich das wundert, dass sie immer noch auf einstellig die Elgato meine ich, aber ich möchte gleichzeitig keine Werbung machen. Das ist einfach nur, es ist mein, dafür bin ich auch einfach zu unpopulär, um Werbung zu machen. Sehr schön, wir haben die Runde geholt.
natürlich, wenn er kein Held ist, dann gewinnen wir die Runde. Bam, bam, bam. Bam. Dü, dü, dü. Dü, dü, dü. War zurück. Wieder vor. Das ist auch nicht gerade die coolste Map. Seit meiner Rakete abgekriegt. Paste. Da ist Luke, da oben. Hahn. Hahn hat, kann einem richtig Schaden machen. Hahn kann einem richtig Schaden machen. Hahn läuft, macht Würgegriff. Ist nicht möglich, auch der Lichtschwertwurf. Und dann ist Hahn. Ja, down. Aber okay. Ich werde jetzt das einfach mal da so stehen lassen und hier das Gameplay von ihm weiterlaufen lassen. Leia Organa. Schuss. Gleichzeitig ist es ja im Moment, ist jetzt der 3. Januar. Helden haben die Runde weiterhin gewonnen. 3-8. Ist jetzt noch nicht so das Gelbe vom Mai. Aber wir sind guten Mutes und guter Dinge, das Ding hier trotzdem nach Hause zu schaukeln, auch wenn es echt schwer wird. Aber diese Runde sollte doch schon mal gut ausgehen, hoffen wir es zumindest. Der Nick 2003 lädt im Moment leider keine Videos auf seinem Kanal hoch. Warum, weiß ich nicht, aber es ist einfach so, lassen wir es einfach mal so stehen. Und stattdessen hat er sich bereit erklärt, seine wertvolle Zeit und sein massives Können hier für meinen Kanal bereitzustellen. Was natürlich schon, ist natürlich schon, ja, ist, dass der durchgeht, ist doch recht unwahrscheinlich. Und er wird von dem Zielschuss geholt, noch nicht mal abgegradet. Schocktruppler. Feuermarsch. Komm, sie ist echt down, sie ist doch echt down. Sehr schön. Das doch, das ist mal verdient. Das ist mal verdient, ganz klar. Und jetzt, ich würde mal die Intelligente rausholen. Na, ah, knappe Kiste, aber Hasa Mack. Hasa ein Zack. Hatza ein Zack. Finde ich ganz witzig, dass man die Gamer Tags hier mehrmals ändern kann. Soweit ich das sehe, okay. Damit haben wir die Runde verloren und ich beende damit die Folge. Ich hoffe, sie hat euch mit der Nick 2003 bzw. Fußball Nick gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.